1871. Wir stehen vor einem Flügel, der nicht aus Deutschland, nicht aus Frankreich, nicht aus England kommt. Er kommt aus New York und trägt als Erbauer den Namen Steinway. Dieser Flügel steht hier im Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg und bei uns ist der Kurator dieser großen Sammlung der Tasteninstrumente, Herr Olaf Kirsch. Und ihn frage ich als erstes, Herr Kirsch, der Name Steinway sozusagen nach Deutsch rückübersetzt heißt Steinweg. Ich habe schon mal gehört, es gibt auch einen Klavierbauer Steinweg in Braunschweig. Haben die irgendetwas miteinander zu tun? Genau, das ist dieselbe Familie. Der erste Klavierbauer der Familie war ein Heinrich Engelhard Steinweg, der dann in Seesen im Harz für seine Frau ein erstes Klavier gebaut hat, angeblich in seiner Küche. Und aufgrund der wirtschaftlichen Lage in Europa ist er dann 1850 mit einigen seiner Söhne ausgewandert nach New York, hat dort erst seine Söhne und selber noch die Nase in andere dortige Klavierbaufirmen gesteckt, um die neuesten Erkenntnisse dort also sozusagen persönlich zu erfahren, und hat sich dann 1853 in New York selbstständig gemacht mit seiner eigenen, ja weltweit heute renommierten, erfolgreichen Firma und natürlich dann amerikanisiert, nicht Steinweg, sondern Steinway. Inwieweit gibt es klangliche Unterschiede, wenn wir an die renommierte Firma Steinway, die weltweit Flügel bereitstellt, denken, in Relation zu den europäischen Instrumenten? Wir haben Pleyel kennengelernt, wir haben dann auch Broadwood aus London kennengelernt. Und inwieweit unterscheidet sich dieser Flügel von den anderen? Ja, wir haben ja gesehen, dass von den noch handwerklich arbeitenden Instrumentenbauern der Spätwiener Klassik sozusagen aus der Zeit Beethovens und Schuberts, wir dann einen ersten Industrialisierungsschub auch im Instrumentenbau bei Broadwood, bei Pleyel feststellen können. Und die Entwicklung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, die führende Entwicklung, findet dann eben in den USA durch die Firma Steinway statt. Es sind eigentlich zwei Dinge, die bei dem Flügel das Besondere sind, die nochmal dazu führen, das Klangvolumen weiter zu steigern, wirklich diesen vollen, satten Klang zu erzeugen. Man muss sich überlegen, ein Saal wie die Carnegie Hall in New York muss gefüllt werden von einem Klavierspieler, einem Virtuosen im Zweifelsfall, und dazu braucht man eben diese enorme Klangfülle. Und man kann das ganz schön sehen, wenn man dort hineinschaut in das Instrument, Herr Bissle. Man kommt zum einen auf die Idee, wir haben ja diese umsponnenen dicken Saiten im Bassbereich und der Steg für diese Basssaiten wird hinter den anderen Steg für die höheren Saiten gelegt, sodass es ein Feld gibt, wo die direkt übereinander laufen, die sogenannte kreuzseitige Bespannung. Das führt dazu, dass es dort Obertonanregungen gibt, wenn die Dämpfung gehoben ist, wenn das Pedal getreten ist, und das führt dazu, dass der Klang dann noch voluminöser wird. Und zum anderen sehen wir hier alles, was so golden ist, das ist die sogenannte Platte, eine gusseiserne Platte, die dann nur so goldfarben angestrichen, lackiert ist. Was aus diesen einzelnen Streben, die wir bei Broadwood oder Pleyel gesehen haben, letztlich dann zusammengeführt wird, sodass wir eine enorm stabile Konstruktion haben, wo wir enorme Seitenzüge kompensieren können. Und der Zug von einem Konzertflügel heute beträgt ja etwa 20 Tonnen. Das heißt also, 20 Kleinwagen hängen sozusagen an der Beseitung eines solchen Flügels. Und so ist diese enorme Klangmacht dieser Instrumente erklärbar. Wie ist das eigentlich mit den Stimmungen? Wir wissen von den frühen Instrumenten, dass sie häufiger gestimmt werden müssen. Gilt das eigentlich auch für dieses relativ gesehen späte Instrument? Also es kommt dann auf die Ansprüche sozusagen an. Also wenn ich ein Instrument habe, was nur aus Holz gebaut ist und ich mach einmal das Fenster auf, es wird wärmer, es wird kälter, reagiert das Holz natürlich sehr schnell und das Metall reagiert anders. Durch diese sehr massive Metallkonstruktion ist die Stimmhaltung sehr stabil. Trotzdem wird natürlich im professionellen Bereich, also wenn ein Künstler auftritt, wird natürlich der Flügel direkt vor dem Konzert gestimmt. Aber die Stimmhaltung ist natürlich sehr viel stabiler. Also hier im Museum ist das, merken wir das schon, also dass diese Flügel jetzt hier für den Museumsbetrieb werden längst nicht so häufig natürlich gestimmt wie die älteren Instrumente.
Gibt es zu genau diesem Flügel eigentlich noch eine Geschichte? Zu genau diesem, die Fabrik in New York wurde ja 1853 gegründet und man hat dann auch Instrumente auf den europäischen Markt verkauft. Wir wissen unter anderem, dass Johannes Brahms etwa durchaus auf Steinway-Flügeln in seinen späten Lebensjahren auch gespielt hat. Und irgendwann hat man dann festgestellt, um auf dem europäischen Markt gut präsent zu sein, macht es Sinn, hier ein eigenes Werk zu gründen und hat 1880 hier in Hamburg in Bahrenfeld also eine Schwesterfabrik gegründet, sodass heute Steinways in Hamburg und Steinways in New York produziert werden. Das Baujahr dieses Instrumentes ist ja aber vor Gründung der Hamburger Fabrik und wir wissen aus dem Firmenarchiv, dass das eines der Instrumente war, was aber damals aus New York direkt verschifft wurde und in Europa verkauft worden ist. Und das auf dem Hintergrund dessen, dass wir in Europa und speziell in Deutschland gerade in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts emporschießende Klavierwerke oder Fabriken hatten. Das heißt auch wohl, dass ein Steinway wirklich etwas ganz Besonderes gewesen sein muss, wenn es von den USA hier nach Europa gekommen ist. Genau, ganz richtig, wie Sie sagen. Es gab eine Unzahl von Firmen. Wir haben ja heute viel weniger Firmen durch die Zentralisierung des Marktes und die Bedarfe. Es gab früher ja in jeder Stadt, in Hamburg gab es mehrere Klavierhersteller. Das heißt, Steinway war einfach durch seine fortschrittliche Technik dann schon so etwas Besonderes, dass es tatsächlich auf dem Markt auch ankam, ein Instrument aus New York, aus Amerika nach Europa zu importieren. Zum Schluss eine ganz persönliche Frage. Sie haben jetzt unglaublich viele Instrumente hier stehen. An welches Instrument gehen Sie besonders gern? Ja, das ist eigentlich so. Also man muss sehen, dass man nicht fatalerweise, wie Herr Beuermann, dann mit einer Sammlung endet, die ich mir aber natürlich überhaupt nicht leisten kann. Aber eigentlich ist es so, dass es am interessantesten ist, für die jeweilige Epoche das richtige Instrument haben. Also ich würde mich jetzt nicht unbedingt hier an diesen Steinway setzen, um irgendwie Mozart zu spielen, sondern dann vielleicht eher um Brahms zu spielen. Würde aber an einem der früheren Hammerflügel natürlich dann Mozart mal probieren, wie das klingt. Das würde aber bedeuten, es gibt keinen besseren oder keinen schlechteren Klavierklang, sondern es gibt immer den jeweiligen für die jeweilige Zeit. Also ich habe in Führung gerne mal gesagt, was ist eigentlich besser, ein Fahrrad oder ein Auto? Das ist heute natürlich unter Umweltaspekten wieder noch eine ganz andere Dimensionen bekommt, aber im Prinzip, wenn ich am Sonntag bei schönem Wetter einen Ausflug im Wald machen möchte, dann fahre ich mit dem Fahrrad und kann dann hören, wie die Vögel singen und bin langsam unterwegs und kann die Landschaft genießen. Wenn ich aber bei Regenwetter schnell mal ins Ruhrgebiet fahren möchte, dann nehme ich vielleicht doch lieber das Auto und so habe ich also für jede Epoche sozusagen mein richtiges Werkzeug. Haben Sie herzlichen Dank. Der Einblick, den Sie uns hier gewährt haben, ist faszinierend, weil die Vielfalt der Instrumente zeigt, dass es nicht den einen Klang gibt, nicht nur die eine ästhetische Idee, sondern dass jede Zeit jeweils neu ihre eigenen Vorstellungen realisiert. Herzlichen Dank.